Ja, hallo nach Düsseldorf. Saatgutsouveränität ist das Stichwort. Man kann keine Ernährungssouveränität haben, von der vorhin die Rede war, ohne dass man Souveränität und Selbstbestimmung über das Saatgut hat, mit dem man landwirtschaftliche Produkte erzeugen will. Deswegen ist das der Kern und der Anfang von Ernährungssouveränität, dass man die Selbstbestimmung über das Saatgut in der Hand hat. Weltweit gibt es Kämpfe darum, dass bäuerliche Gemeinschaften über ihr Saatgut selber bestimmen können wollen. In vielen Städten auf der ganzen Welt finden heute Märsche gegen Monsanto statt, aber Monsanto steht ja nur allgemein auch für Saatgutindustrie, für die Großindustrie, die sich das Saatgut aneignen will. In Südafrika gibt es heute in sieben Städten Marches against Monsanto. In Durban, in Johannesburg, in Port Elizabeth, in Kapstadt, überall gehen auch dort Menschen auf die Straße. Und Anfang dieses Jahres hat sich in Südafrika eine nationale Koalition und eine Kampagne für Ernährungssouveränität gegründet. Und jetzt aus Anlass dieses Marches against Monsanto weisen sie darauf hin, dass in Südafrika ein Viertel der Bevölkerung unterernährt ist oder Hunger leidet. Und genau dort in Südafrika stehen zwei Gesetze zur Diskussion, die auch uns hier in Europa beschäftigt haben. Man will dort ein Saatgutgesetz einführen überhaupt und die bestehende Sortenschutzgesetzgebung verschärfen. Sortenschutz heißt, wer eine neue Sorte züchtet und anmeldet, kann darüber verfügen. Andere dürfen das nicht benutzen, wenn sie nicht dafür zahlen. Und Saatgutgesetzgebung heißt, man muss seine Sorten zulassen, bevor man überhaupt Saatgut davon verkaufen darf. Beides bevorzugt natürlich die Saatgutindustrie, die das locker machen können, und es benachteiligt die kleinbäuerlichen Gemeinschaften, die ihrer Möglichkeit beraubt werden, Saatgut, was sie in ihr eigenes Saatgutsystem haben, auf den Markt zu bringen, es zu verwenden, ihre alten Praktiken weiterzuführen. Darum gehen gerade die Kämpfe in Südafrika. Und ich finde es wichtig, darauf zu schauen, was nicht nur hier passiert, sondern was auch in anderen Ländern passiert. In vielen Ländern Afrikas gehen die Kämpfe darum, in Südamerika gehen die Kämpfe darum, in Asien, überall wollen bäuerliche Gemeinschaften selber bestimmen, welches Saatgut sie verwenden, und lehnen es ab, dass sich die Saatgutindustrie auf verschiedenen Wegen überall diesen Markt aneignen will. Und ja, die Menschen mehr in den Hunger treibt, weil nur abhängige Leute, mit denen kann man Geschäfte machen, Leute, die selbstständig sind, mit denen kann man keine Geschäfte machen, an denen kann man nicht verdienen. Das lehnen viele ab. Vielen Dank. Wie gesagt, es geht darum, einerseits sind wir ja hier unter Gleichgesinnten, aber wir wollen ja auch eigentlich alle Menschen erreichen, denn es geht um ein Umdenken. Wenn wir nicht umdenken, bleiben wir stehen und gehen weiter in diese Richtung, die auf Wirtschaftswachstum angelegt ist und solche Sachen immer weiter bevorzugt.